In the previous episode of Life is Strange... Get that gun away from me, Psycho! No! He called film little pieces of time. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Und damit sind wir wieder zurück bei Life Strange 1. Diesmal bei Episode 2. Ich weiß, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich komme jetzt auch noch einigermaßen gut klar damit. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist vermutlich wieder so ein Moment, wo eigentlich alles mit Musik untermalt ist. Aber wie ihr wisst, aus lizenzrechtlichen Gründen habe ich natürlich alles ausgeschaltet. Wir werden trotzdem einfach mal die Bilder genießen. Ich denke, wir sind bei uns im Zimmer. Da hinten steht auch eine Polaroid-Kamera. Und ein Laptop, der offensichtlich auch die ganze Nacht an war. Und sie scheint sich Notizen gemacht zu haben, wo sie die Zeit zurückgedreht hat. Und ja. Sie schläft auch anscheinend immer ohne Decke. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich nochmal gucken muss, mit welchen Tasten ich was machen muss, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich das jetzt nicht mehr weiß. Ich habe nämlich gerade erst die Awesome. Ja, Thema Superheld, dazu wollte ich gerade was sagen. Ich habe nämlich gerade erst die Awesome Adventures of Captain Spirit durchgespielt und da war die Steuerung ganz anders. Ach, das war dieser Mist mit dem Rüberziehen, ne? The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Okay, also ich darf nie in die Richtung ziehen, wo steht, dass ich hinziehen soll. Ja, okay. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Whoa, hello zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Okay. 1. Oktober. Oktober, mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß. Danke, globale Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir die Oktober Country von Ray Redbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast meinen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in Kleinstädten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex-Club mit dem Strom schwimmen. Lieber saufe ich ab. Du bist so witzig, Max.
Wenigstens versuche ich, aus mir herauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagen, du hast alle Zeit der Welt. So, mein Ziel. Ich muss mit dem Kulturbeutel zu den Duschen gehen. Achso, hier sind noch andere Seiten. Oh Gott, die lesen wir uns jetzt aber nicht alle durch. Ich mach mal kurz das Bett. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. Ja, ich weiß nicht, an wen es bei mir gelegen hat, aber ich mag das auch lieber, wenn es alles gemacht ist. Do I know Hamilton, the greatest. Starke. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. So, ich werde mal kurz gucken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das doch sehr leise eingestellt ist. Also, ich habe gerade mal nachgeschaut, aber ich konnte leider nicht mehr höher stellen. I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? Das weiß ich nicht, aber wir gucken es uns einfach mal an. I can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Was, wenn ich einer von Hawkings berüchtigten Zeittouristen bin? Er hat sich zwar über Zeitreisen lustig gemacht, aber jetzt hält er sie für möglich. Oder er verarscht uns immer noch. Er ist so ein Genie. Zeit ist wie ein Fluss, von Einstein. Mein Kopf schmerzt nach längerem Zurückspulen und jetzt, da ich darüber nachdenke, ein gewaltiger Schritt zurück für die Menschheit. Schrödingers Katze könnte in zwei verschiedenen Zeiten existieren. Hallo, Zeitmieze! Quantenverschränkung. Energie verstreut sich, wenn Partikel gleiche Distribution erreichen. Das bedeutet, die Basis der Zeit ist fragil. Nichts ist in Stein gemeißelt. Das Gesetz der Thermodynamik kann offensichtlich gebrochen werden. Also keine Regeln, nur Richtlinien. Verbrenn deine Uhr. Zeit ist wie ein Pfeil von Newton. Oder ist Zeit wie zwei Pfeile, die man mit der gleichen Geschwindigkeit unabhängig voneinander zwei verschiedene Ziele treffen und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen? Was schreibe ich hier bloß? Ist das Zurückspulen nur von der Zeit selbst begrenzt? Im Moment kann ich nur eine bestimmte Zeit zurückgehen. Ironie oder Evolution? Vielleicht muss ich Zeitübungen machen. Aber wie? So, machen wir nochmal eben ein Selfie. No smiling. Take your power seriously. Haben wir noch irgendetwas am Laptop vielleicht zu tun? Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Zu viel Zeit. Hey Max, der Doktor ist hier. Ich habe lang und angestrengt über deine kuriose Bitte nachgedacht. Ich habe dir gerade ein paar Links zur Physik geschickt und ohne weiteres Gelaber hier die Zeitreisefilme, die du sehen musst. Wenn mir noch welche einfallen, schicke ich sie dir. Der Doktor erwartet eine ausführliche Erklärung für dein neues Hobby. Die Zeitmaschine aus den 1960er Jahren. Guter früher Steampunk Science Fiction und Morlocks Gesicht schmilzt. Primer. Zeitreisende in Dallas mit geringem Budget. Brillant. Ich erkläre ihn dir, nachdem du ihn gesehen hast. Flucht in die Zukunft. H.G. Wells nutzt seine Zeitmaschine, um Jack the Ripper in modernen San Francisco zu jagen. Super cool und super clever. Pulp Fiction. Ernsthaft. Der Wechsel zwischen Zeitsträngen bietet eine gute Zusammenfassung zum Thema Relativität und UMA. Ich kann euch nicht mehr vorlesen. Ein tödlicher Traum. Kultiger Romantik-Science-Fiction, geschrieben von Richard Mavison oder so. Das ist ein Zungenbrecher. Die beste Art Märchenfilm. Du wirst wie ein Baby weinen. Hab ich jedenfalls. Timeslip. Du kannst dir meine DVD dieses tollen japanischen Films ausleihen. Oder wir gucken ihn gemeinsam. Sunny Chiba und seine Soldaten landen in der Zeit der Samurai. Im Prinzip Panzer gegen Ninjas. Time Cop. Jean-Claude Van Damme macht auf der Küchentheke einen Spagat in Unterhosen. Muss ich noch mehr sagen? Mehr Zeit habe ich jetzt nicht. Ich muss mich wahrscheinlich durch Quantenphysik wühlen und nicht den lustigen Zurück in die Zukunft kramen, den ich nie als Hausaufgabe hatte.
Da du jetzt die Kunst der Wissenschaft entdeckt hast, erwarte ich, dich öfter im Labor zu sehen. Ein neuer Laborpartner kommt immer rechtzeitig. Kapiert? Hau mich nicht, ich bin schon weg. Dr. Who? Okay, also, ah ja, wir müssen die Pflanze gießen. Drink up. I can bring you back. I hold the power over life itself. Stand ja irgendwann auch mal was von drin im letzten Teil. Was ist das? Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. So, aber ich habe jetzt immer noch nicht die kann Gitarre spielen. Ach, das hört man jetzt wieder nicht. Ja, toll. Hm? Okay, also abgesehen davon, dass die Gitarre wesentlich mehr Macken hat als meine. Meine hat nämlich gar keine. Ja. Would Man Ray call them selfie portraits? Good morning, Close. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Okay, Max, let's hit the showers now. Gordon, seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like, now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I'm so on it. Consider it done. Rachel looks like she's staring at me. Schokis Zimmer. Victoria, Anschlagbrett. This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir alle sind mal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wir hören zu. Wir interessieren uns für dich. 24 Stunden Rufnummer. Verloren, Handy, Diamanthülle, zuletzt auf der Vortex Club Party gesehen. Bitte bei den Fundsachen im Prescott Wohnheim abgeben. Danke. Statistiktutor gesucht. Hilfe, fast einen Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist es Mathe oder Philosophie mit Graphen? Hilfe, zahle, wenn du mir eine 1 organisierst. Hilf mir. Gratiszimmer. Au! Wer war das? Au! Nein, ich will sie warnen. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Und wer ist jetzt da drin? Da kommen wir gar nicht rein. Na toll. Hier ist noch eine Tür, aber das scheint was Privates. Nee, das sind die Duschen. Out of order. Oh, toll. Hey, Max. Hey, Kate. How are you doing? I'm here.
Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Okay, also wir sollen was holen. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up, and you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate, or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Das werden wir doch direkt mal wegmachen. I better get dressed and go give back Kate's book. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. So, Waschbecken. Ich denke mal, hier wird sonst nichts mehr sein. Tamponspender. Okay. Nein, also ich glaube, hier ist jetzt nichts, was wir jetzt aktuell brauchen. Kann man das... Nee, kann man sich nicht übersetzen lassen. Also, sie hat jetzt gerade irgendetwas gesagt mit Rachel. Das war leider so schnell weg. Hatten wir hier nicht... Nein, hatten wir anscheinend nicht. Ich dachte, wir haben so eine Art... Brett, wo mal was drinsteht. Fine, I won't disturb you. Ja, du sollst nicht klopfen, du sollst da reingehen. Ja, wir gucken jetzt erstmal. Was wollte die haben? Irgendwelche Gedichte oder so, ne? Ugh, no fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book.